Hier spricht Ustra und ihr seht mich und eine Folge Slender, The Nine Pages. Das ist von dem guten Arthur. Ich spiele das jetzt in der Version 1.2. Ich weiß nicht, ob es eine neuere Version gibt. Ist mir auch relativ egal. Ich habe das nur mal empfohlen, das Spiel, in einem anderen Video von mir. Und ich dachte, das spiele ich jetzt mal, weil es eins der besten Slender-Spiele ist, vom Feeling her. Irgendwie so, wir gehen da jetzt rein. Fertig, ist gut, fertig. Survival Mode, natürlich. Hey, junger Mann, in diesem schönen Bild. Wir suchen natürlich nicht 8, sondern diesmal 9 Seiten. Mal schauen, wo wir die finden können. Ich weiß nicht, wie lange ich das Ganze mache, wahrscheinlich. Okay. Diesmal sind wir hier nicht in einem Wald, sondern hier in diesem düsteren, weiß ich nicht, keine Ahnung, Lager, Dingsbums, Haus hier. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, was das hier ist. Oh, oh, oh. Ich habe jetzt schon ein mieses Gefühl bei der ganzen Sache. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Oh, nochmal so ein schönes Bild. Nicht unbedingt das Bildnis, was ich gerade suche. Aber wenigstens irgendwas. Und es ist so still. Unglaublich still. Flacker, 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 flacker. Hey! Taschenlampe! Hey! Okay. Ah. Guck mal, Physik! Du kannst dich nicht verstecken. You can't hide. Oh! Der Soundtrack ist hier ein klein wenig anders als bei den anderen Slender-Teilen. Und auch Slenderman selbst verhält sich ein klein wenig anders. Aber das müsst ihr selber rausfinden. Zum Glück weiß ich immer, wie lange ich aufnehme. Dann weiß ich, wann ich dieser Tortur hier wieder entfliehen darf. Zweiter Zettel. Wow, mein Freund! Doch, ich kann hier sprinten, doch. Alles gut. Der ist sich nämlich hier auch am Bewegen, wie in, ihr wisst schon. Slenderman, jetzt habe ich es vergessen, in Haunted Memories. Da ist nichts drin. Aber da ist eine Seite. He will rape you! Er wird dich... Ich weiß nicht, ob er es wirklich... Nein, er tut das nicht. Nein, das Slenderman, der rapt dich doch nicht. Also, vergewaltigen heißt das, aber... Nein. So einer ist er nicht. Boah, ich erschrecke mich schon von meinem eigenen Schatten, den ich nicht habe. 3 Seiten haben wir jetzt schon. Oh oh. Ich habe so ein ganz mieses Gefühl bei der ganzen Sache. It's a trap! Nein, da ist er nicht. Hier ist ein Tisch, da ist ein Tisch. Auf dem Tisch ist nix. Ah! Ah! Okay! Pff, er ist weg! Ein Glück! Sonst hätte er mich jetzt wahrscheinlich, geraped! Oder so. Oh, geil! Super. Hier geht's vielleicht rein, ich weiß es nicht. Lass mich in Ruhe! Hier habe ich, glaube ich, angefangen. Ist mir egal, wo du bist. Ich will nur die Zettel haben. Nur die Zettel. Keine Beziehung. Es ist nichts Festes und ich mache auch kein Frühstück. Ich will nur deine Zettel sammeln. Oh, ein Schrank. Keine Ahnung, was drauf stand. 4 von 9, yay. He will kiss you vielleicht, keine Ahnung. You will die. Oh, fuck, fuck, nein, ah! Geh weg! Nein! Lampe! Ah, hier ist Ende. Scheiße.
Das kenne ich schon, wenn man da alle 9 Pages hat, dann ist das Spiel vorbei. Ich dachte eigentlich, ich bin clever gegangen und hab kein... Nein. Licht! Oh shit. Rennen kann der Charakter nicht so ganz so wirklich. Lass mich bloß in Ruhe, Vieh! Oh, Zettel! Nix drin. He has no eyes. Er hat keine Augen. Ist auch nicht schlimm. Umso besser. 6 von 9? Ich mache jetzt kein großes Drama draus. Oh nein! Komm doch! Nein! Take me! Fuck! Okay, ich fasse den Schalt nicht an. Jetzt seht ihr noch hinten. Ja, try again, auf jeden Fall. 6 von 9 war schon mal nicht schlecht und der Herzinfarkt ist auf jeden Fall vorprogrammiert. Links, rechts, geradeaus. Keine Ahnung. Das war jetzt plus minus clever, was wir hier veranstaltet haben oder was ich hier veranstaltet habe. Verdammte Axt. Was willst du von mir? Was will ich von ihm, besser gesagt? Ich will doch eigentlich... Warum bin ich hier? Quietsch. Nichts drin. Nichts drin. Ich wünschte, ich könnte Kreide oder irgendwas, damit ich weiß, wo ich... You will die. Okay. Ich wünschte, er könnte schneller laufen. So, da geht's da lang, da geht's da lang. Das heißt, wir gucken uns hier um. Da ist die zweite Seite. Always watching. Er beobachtet sich stets, immer. Ich drehe mich nicht um. Auf jeden Fall noch nicht. Klick-klack. He has no eyes. Er hat immer noch keine Augen. Da war er doch gerade. Ich hab's doch rauschen hören. Erstmal das ganze Außenareal abtapern und dann können wir uns mal nach innen erkundigen. Ah. You can't hide. Du kannst dich nicht verstecken. Aber ich kann's versuchen. Lange dunkle Gänge. Und wie gesagt, es ist nicht dieses Waldfeeling und es ist nicht dieses verschiedene Location, sondern einfach hier in diesem Gebäude gibt es dann einfach diese schlichte Aufgabe zu lösen, die irgendwie gar nicht mehr so schlicht ist, wenn man sich einmal damit befasst. Man soll nur blöde 9 Seiten in diesem Fall suchen. Und sogar das scheint schon unmöglich zu sein, wenn der Slenderman einen verfolgt. Ich weiß, dass er hier rum... Das meine ich mit, der rennt hier rum. Shit, jetzt hat er mich natürlich in der Falle. Ah, he will rape me! Guck, wie er sich da hinter die Ecke schiebt. Das ist doch unglaublich. Oh, nö! Auf mich zu trappen, du Vieh! Nein! Lass mich das verschicken. Solange ich ihn nicht anschaue, ist alles okay. Ich gehe drum rum, das mache ich doch am... Nein, ich hänge bleiben in der Ecke. Okay, wieder neue Kräfte sammeln. Und an diesen Ort der Finsternis werden wir dem Horror entgehen, I hope.
You're not alone. Du bist nicht allein. Ich wünschte, ich wär's. Ich wünschte, ich wär allein. Oh nein, der nächste Zettel. He will rape you again. Maybe. Vielleicht wird er es noch einmal tun. Mir einen echten Hasen zeigen oder sowas. Okay. Hier in die Ecke schauen. Ist nix. Okay. Hm, ich frag mich, wo der hin ist. Nein? Okay. Steht ja ungefähr hinter irgendeiner behinderten Ecke und dann macht er mich wieder fertig. Ich weiß das doch. Ich weiß das doch. Er lauert. Auf meinen süßen Popo. Wieder 6 von 9, da will er mich aber auch. Einmal haben wir noch. Wenn ich für jeden Versuch 5 Minuten brauche. Ich wusste, dass er mich. Ich wusste das, dass er mich da kriegt. Mann! Dann gehen wir zuerst nach links. Aber hier gehe ich immer zuerst nach links und wir kommen immer an diesem immer an dieser Tür raus. Wofür ich noch keinen Schlüssel gefunden habe bis jetzt. Aber mir ist so, dass da immer die 9. Seite in diesem Raum ist. You cannot hide. Oder so stand da drauf. Oh, der Soundtrack macht mich so fertig. Und Slender macht mich natürlich auch fertig. Ich meine, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Meistens zumindest nicht. Und wenn, dann isst er die Kirschen von deinem Körper. Oh, oh, oh. Ich bin gerade auf dieser Rape-Maschine, ich weiß. Oh, oh, oh. Letzter Versuch für mich. Wenn ihr sehen wollt, dass ich das doch schaffe, dann setze ich mich natürlich nochmal da dran. Das müsst ihr dann aber explizit sagen. Wenn ich mich hier weiter quälen soll, mache ich das natürlich nicht für mich selbst. Das können wir natürlich nicht tun. Was hat hier so geflackert? Vielleicht ist er ja bei euch. Upsa. Hier bei mir zu Hause rennt er auch schon rum. Oh oh. Oh oh. Sogar der Soundtrack sagt oh oh. Oh mein Gott. Ich weiß doch, dass er mich will. Oder dass er mich nicht lässt. Dass er mich nicht gewinnen lässt, wohl eher. Wir hatten jetzt die Glück hier hinter den Boxen, weil es immer eine Seite. Hier steht You Can't Hide. Da kann ja die andere Seite nicht You Can't Hide gewesen sein. Hm? So, folglich. Oder er hat zweimal die Seite geschrieben. Wenn ihr auf Slender steht, könnt ihr auf meiner Seite mehr Slender finden, aber das ist ein anderes Thema. Erstmal geht es jetzt hier drum, weiterzumachen. Wart ihr schon mal in so einer alten Fabrik oder so? In so einer stillstehenden, leergestandenen Fabrikhalle? Das ist schon, das ist ungefähr dasselbe Feeling wie hier. Ungefähr dasselbe Feeling, nur real. Boah, der Soundtrack macht mich so fertig. Dün, dün. Flacker, 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 flacker. Nein! Lampe! Lebe! Lebe! Oh Gott. Zum Glück ist es nicht allzu dunkel ohne Lampe. Tief ausatmen. Ich weiß, dass er da irgendwo stehen muss. Warum lässt er mich jetzt in Ruhe mit 3 Seiten? Schrank. Nix drin. Ich hab's nicht gelesen, was drauf stand. Ich will's auch gar nicht lesen, das macht mich umso nervöser. In keine Tür reingucken, nirgendwo hingucken, nur euch angucken. Das macht mir Mut. Hi! Na? Auch so viel Schiss wie ich. Das Ding ist übrigens kostenlos. Man kann auch sagen, umsonst. Oh. Und da könnt ihr euch dann... Behind you! Oh. Ah. Okay. Ausgetrickst. Das könnt ihr euch natürlich gratis runterladen. Den Link findet ihr wahrscheinlich höchst... Ah, hier ist der Schlüssel. Das seht ihr doch. Den Link findet ihr wahrscheinlich in der Videobeschreibung. Genau, und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann müsst ihr das tun. Aber nicht jetzt.
Jetzt sind wir gerade hier. Nicht weg. Nicht weglaufen. Ich brauche eure seelische und geistige Unterstützung. Diese Scheiße zu überstehen. Entschuldigung. Ah, fuck. Ah, fuck! Rondell gelaufen. Noch mehr Räume. Unglaublich viele Räume. Oh nein. He will take you. Oder so, vielleicht. Nein, nicht flackern. Fuck. Shit. Shit. Oh oh. Steht irgendwo in der nächsten Ecke und dann bin ich am Arsch. Langer Gang, nichts drin, es juckt. Ein nervöses Kratzen, ich muss doch mal Angstpipi, Hemd wechseln, ihr wisst schon. Wir sind schon wieder bei der sechsten Seite und ich habe das Gefühl, der wird mich nicht lassen. Auf der anderen Seite der Karte wird noch was sein, aber ich will jetzt erstmal den Schlüssel benutzen. Der ist hierfür. He will eat you! Mit Kartoffeln in Salz. Fuck, 7 von 9, okay. Angstschweiß, da sind wir gerade rausgekommen. Zwei fehlen noch. Den Idee wo? Einmal rum. Das ist eine gute Idee, das versuche ich nochmal. Oh! Das hat sich angeschlichen, der Banner. Gut, wir gehen aber back to menu. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war Slender in 9 Pages. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, müsst ihr auf meinem Kanal vorbeischauen. Sonst, wenn ihr das Spiel selber spielen wollt, das findet ihr nochmal, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Sonst bleibt doch dabei. Abonnieren oder liken oder sowas. Dann seht ihr dann regelmäßig, was von mir kommt. Darf ich natürlich nicht sagen. Tue ich aber trotzdem. Bis zum nächsten Mal. Ciao.